Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Ein Würfel als Zimmer. Wie kamst du zu dieser Idee? Wir sind Architekten und Hersteller für Produkte. Speziell sind unsere Stärken Produktdesign. Und unser Anspruch ist es einfach, ein Haus zu gestalten, ein modulares Haus zu gestalten, das vom Design her aussieht wie im Prinzip ein Apple-Produkt oder ein Tesla. Wer ist für sowas dann die Zielgruppe? Also die Zielgruppe für so ein Produkt sind Privatleute mit einem Garten, die einfach zu wenig Fläche vielleicht im Haus haben, wo die Baugenehmigung zu lange dauert, als Homeoffice, vielleicht auch als kleines Tiny House, auch als Sauna im Prinzip. Aber natürlich auch Gewerbetreibende, die für ihre Mitarbeiter neue Flächen suchen und einfach das große Grundstück von der Firma halt einfach ein bisschen ausnutzen wollen und ein bisschen attraktiver werden wollen für ihre Mitarbeiter. Die Modulbauweise ist ja gerade sehr im Trend auch. Genau, die Modulbauweise ist seit einigen Jahren im Trend. Uns hebt ab, dass wir eine Stahl-Skelett-Konstruktion haben, die verbindungssteif ist und sehr modular ist in ihrer Erweiterungsfähigkeit. Wir haben dadurch große Stützenfreiheiten und was uns noch vor allem hervorhebt, ist die Fassade, die Bündigkeit. Wir haben kaum Versprünge, also die Glasoberflächen fließen über in die Wandpaneele. Das ist so im Markt aktuell einzigartig. Was muss ich denn für so ein schönes Cubicle wie hier berappen? Wir fangen an bei 18.000 Euro. Und je nach Größe skaliert sich das natürlich entsprechend und je nach Ausstattung. Also da ist vieles möglich, aber ab 18.000 Euro sind Sie dabei. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.